Ein Tisch, den wir nicht benutzen können. Dö. Ist da nicht irgendwo ein Papier mit einer Zahl drauf? So einer vierstelligen Zahl? Okay, und noch ein Tisch. Und noch ein Tisch. Okay. Das scheint hier wohl mit zur Ausstattung zu gehören. Ganz schön viele Tische. Und eine Geheimtür, wo wir nichts finden. Aber in irgendeinem der Tische muss doch was sein. Alles nur zur Deko. Also es könnte sowas wie eine Schule sein. Aber da muss doch irgendwo ein Pult geben von dem Hohepriester oder dergleichen. Also eine wichtigere Persönlichkeit. Sieht aber nicht so wirklich danach aus. Magier. Direkt vor. Zaubern. Kampf. Blitzeffekt. So. Bevor du irgendwas Garstiges sprichst. Da stehen alle anderen im Weg. Nee, du bleibst mal hinten. Aber du kannst Kampfblitz auf den da machen. So, sehr schön. Ach, haben wir nur noch einen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, kommst du da durch? Nein, musst also auch da hinten rumlangen. So, du daran raufhauen. Du daran. Du. Stell dich mal da hin, dann müsstest du auch beide zaubern können. Und du hilf damit. Genau. Du hast keine Astralenergie mehr, also musst du auch draufhauen. Okay. Zu nah für einen Schuss. Ja, dann mach mal einen Schritt zurück. Und schieß auf den. Das heißt, wenn der Magier da unten jemand. Nein! Das Schwert des Asserion von Yallen ist zerbrochen. Das ist nicht gut. Ich wollte nämlich gerade sagen. Wenn der Zauberer unten auf jemanden zaubert, dann doch wohl Tirik, weil der am nächsten dran steht und alle anderen blockiert sind. Und Tiriks Axt ist magisch und kann nicht zerbrechen. Aber ja, auch das Schwert magisch wäre. Und unzerbrechlich. Aber dem war wohl nicht so. Aber wir sollten zuerst den da hinten umbringen. Genau. Du zaubern Kampf. Blitz auf den. So. Du hau den mit deiner blanken Faust. Genau. Du den hier. Genau. Und schießen. Den. Na also. So, du hilfst damit. Und du hilfst damit. Boah, Magier sind echt garstig. Zeig mir das Schwert. Schwert des Asserion. Zerbrochen. Keine Waffe als Ersatz mehr. Ja, nicht gut. Dieses Kunstwerk stellt das dar, was sich ein krankes Hirn unter der Vermehrung von Dämonen vorstellen könnte. Okay. No. Und schon wieder Magier. Nein. Ganz schnell. Platz machen für die. Z Von hier aus kannst du nicht zaubern, oder? Kampf, Blitz.
Nein. Nein. Mist. So. Was lang? Zaubern. Kampf. Blitzdichtwind auf Dina. Fulmen Tekeda. Sehr gut. Du. Dahin. Sichern. Du hilfst damit. Du läufst zu dem anderen Braunberufen. Genau, zu dem da. Angriff. Nein. Bewegen. Angriff. So. Was lohnt? Sehr schön. Zaubern. Kampf. Blitz. Auf die Nähten. So, jetzt müssten wir eine Weile Ruhe haben, wollte ich sagen. Und der hat wohl wieder den Zerbrechenzauber gesprochen, aber auf Yallin, die ja schon gar keine Waffe mehr hat. Jedenfalls keine ordentliche. Angriff auf dich. So, knüppel die nieder. So. Drachentöter an die Seite. Das passt. Du auch tot. Sehr schön. Du, geh einfach mal weg. Du schieß auf... Tirik ist im Weg. Schieß auf den. Und du läufst vor. Lang. Du bist zu langsam. Du läufst direkt hinterher. Du zauberst neu. Plötzlich find auf den da. Fulmen Tekeda. So, sichern. Bewegen. Links von der Schussbahn von Mürrum halten ist nicht so ganz aufgegangen. Also dann halt so nah ran, wie es geht. So schnell, wie es geht. Genau. Und auf da. Sehr schön. Wow. Sagt die Karte. Karte sagt ganz viele Tische. Da war das mit den Dämonen-Sex-Bildern. Was haben wir hier? Wieder Dämonensex. Und ein Mechanismus, den wir nicht finden. Und noch mehr Schreibtische und hoffentlich nicht noch mehr Magier. Das wird mich langsam extrem lästig. Gerade wenn sie jetzt unseren Drachentöter zerstören würden, wäre bestimmt nicht so eine gute Idee. Und, oh, keine Sackgasse. So, hier kommen wir her. Und da kann man von allen Seiten nur reingucken. Hör mal. Westen. Hier. Da muss doch irgendwas Wichtiges drin sein, oder? Warum werden die Felder nicht aufgelegt, wenn wir direkt daneben stehen? Dann gehe ich nochmal ganz kurz zum anderen Sichtfeld. Das hier sein müsste. Also sehen tun wir auch nichts von hier. Und auch kein Feld wird aufgedeckt. Okay. So. So. Dadurch. Okay. Oh nein. Teleporter. Wo sind wir jetzt? Hier. Da war ein Durchguckfeld. Und hier wollten wir eh einmal reinspringen, oder? Ich glaube schon. So. Oh, war das richtig die Richtung? Ja, anscheinend. Wäre es egal gewesen, welche Richtung wir rauskommen. Ansonsten müssen wir darauf achten. Sobald wir hier den Teleporter benutzen, erstmal stillstehen. Bei manchen blockieren die Teleporter den Weg weiter.
Wie zum Beispiel da. Denn wäre es ärgerlich, wenn wir genau in die falsche Richtung gehen. Aber ja, hier war es ziemlich egal. Also Norden. Hier lang. Ein Sichtfenster. Ein Mechanismus, den wir nicht finden. Noch ein Sichtfenster. Und ein Kampf. Drei Ghule und zwei normale Skelette. Nee, komm. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Ja, Quellen hat beschloss auf den Deckel gekommen, aber das ist zu verkraften und wir haben eine Menge Zeit gespart. So, noch ein Sichtfenster. Mechanismus, den wir nicht finden und eine Sackgasse. Da ist doch bestimmt wieder hier irgendwo so eine unsichtbare... nö. Okay. Oh, das ist Teleporter. Genau, wenn wir jetzt... Also wir sind da reingesprungen, wir sind da rausgekommen. Wir sind da reingesprungen, da rausgekommen, glaube ich. Also es geht nach unten weiter. Das heißt, wenn wir jetzt da reinspringen, müssen wir irgendwo hier unten rauskommen. Das klingt schon mal gut. Und wir sind... hier oben. Also wenn wir unten sind, kommen wir wieder nach oben. Guti, dann gehen wir jetzt hier nach Süden und gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Süden wäre hier. Mechanismus, den wir nicht finden. Eine Tür. Klappt nicht. Klappt. Sieht wieder nach dem Kampf aus. Oh, oder auch nicht. Aber ja, wir gehen langsam ziemlich auf dem Zahnfleisch, was Astralenergie angeht, Waffen, Munition und so ziemlich einmal dann auch. Deswegen denke ich mal, es wäre jetzt eine gute Idee, einmal zu sichern, aber auch einige Tage hier zu rasten, bis unsere Helden wieder einigermaßen auf dem Damm sind. Denn so denke ich nicht, dass es gut weitergehen wird. Also sehen wir unsere Helden wieder, wenn sie ausgeruht sind. Bis gleich.